Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 9. August. Hölle und Abgrund ist vor dem Herrn. Wie viel mehr der Menschen Herzen. Sprüche 15, Vers 11. Es ist seltsam. Die Bibel versucht gar nicht, uns das zu beweisen, dass alles offen liegt vor Gottes Augen. Sie sagt auch nicht, dass es vielleicht so sein könnte und dass wir gut täten, diese Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Sie versucht auch nicht, uns zu dieser Einsicht zu überreden. Die Bibel stellt nur einfach fest, wie es sich tatsächlich verhält. Wir werden nicht gefragt, ob uns das passt. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir das glauben und annehmen wollen. Es wird der Tatbestand festgestellt. Alles, die Abgründe der Welt, die Hölle, ja, unsere Herzen liegen vor Gott so offen wie ein aufgeschlagenes Buch. Der Menschenherzen. Es geht also nicht nur um unser Tun, unsere Gedanken, heimlichen Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Fantasien, unser Hassen und Lieben liegen offen vor Gottes Augen. Wir müssen darauf achten, wie seltsam unser Textwort spricht. Hölle und Abgrund liegen offen vor dem Herrn. Wie viel mehr der Menschen Herzen? Wir würden doch sagen, auch der Menschen Herzen. Was soll der Ausdruck, wie viel mehr, denn sagen? Totenreich und Hölle erstreben eins nicht, was wir immer wieder versuchen. Wir verstecken sich nicht vor den Augen Gottes. Seit Adam sich hinter den Büschen vor Gott verkrochen hat, versuchen wir dauernd, uns Gottes Blick zu entziehen. Wir können und wollen es nicht fassen, dass wir überall vor seinen Augen sind. Unser Textwort will uns diese Versuche wegschlagen. Wenn Gott sogar die Hölle sieht, wie viel mehr wird er unsere Verstecksuche lächerlich finden? Herr, lass uns lernen, vor deinen Augen zu leben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.